Meinung zu Köftespieß. Ist lecker, kommt drauf an, wo. Kannst du einen empfehlen? Berlin, Kreuzberg, Cottbusser Tor. Da sind die guten Köftespieße, ja? Also das ist ein guter auf jeden Fall. Okay. Meinung zu. Was hast du gesagt? It's me, Köftespieß heißt es, glaube ich. Okay. Meinung zu Drill. Du hast jetzt auch so einen Track gemacht in die Richtung? Gut, sehr gut. Liegt mir sehr. Liegt dir sehr. Ja, gut, kann ich sagen, stimmt. Wirst du mehr in die Richtung machen? Ja, wenn die Beats kommen, die so dazu passen und so, warum nicht? Von wo kriegst du die? Hast du da deinen Drill-Producer? Noch nicht, ich bin auf der Suche, ehrlich gesagt. Auf der Suche? Ehrlich, auf der Suche. Das sollen die Leute sich melden bei dir, ja, wenn sie den Drill haben? Aber bitte keine Dings 0815, da soll schon was dahinter sein. Keine 0815. Ich will nicht dann auf so einem leeren Brot beißen, ich will schon Butter drauf haben. Okay. Meinung zu. Da dann. Bruder, super. Wir haben ein Baba-Lied gemacht. Wollte gerade sagen. Das ist ein guter Junge, ist jung und aber schon erwachsen. Und auf jeden Fall, der macht sein Ding und ich feiere ihn. Ja, du hättest ja mit dir keine Mucke gemacht, oder? Ja, das klingt logisch. Wie ist es? Würdet ihr in nächster Zeit noch ein paar machen oder habt ihr vielleicht noch ein paar mehr gemacht? Ja, wir haben eigentlich Bock, wir haben Bock auf. Und, aber jetzt, du weißt ja, diese Zeit ist so ein bisschen so komisch. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall die Ambition da. Die Ambition. Ein Kollabo-Album vielleicht irgendwann mal zu machen. Mal schauen. Meinung zu. Okay, die Verbindung wird ein bisschen schlechter. Wir checken mal. Also ich höre dich noch, aber Bild ist nicht ganz so prall. Ah, jetzt wird es besser, jetzt wird es besser. Ihr seid besser gefahren jetzt. Skü. Wie sieht's aus? Meinung zu Geisterspielen. Geisterspiele? Geisterspiel? Meinst du diese Geisterbeschwörung? Nee. Ich meine die Fußballspiele, die ohne Publikum sein sollen. Soll das jetzt so stattfinden oder was? Ja, naja, die sollen jetzt, also es soll ja vielleicht weiter gespielt werden, aber halt ohne das Publikum. Und wie findest du das? Also würdest du sagen, ist cool so oder sollen die das lieber aufhören? Vor- und Nachteile, ne? Also auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile. Mhm. Man hört keine Buhrufe mehr, auf jeden Fall. Man hört keine Buhrufe mehr. Aber man hört auch alles auf dem Feld. Auf dem Feld hört man auch alles, was da abgeht. Ja, dann ist umso besser für den Schiedsrichter, ne? Dann kriegst du alles mit. Mhm. Ja, okay. Ich kann nicht mal hier keine Sorgen. Du machst dir keine Sorgen. Auf heimlich. Nein. Okay. Die Verbindung ist leider nicht ganz so gut, aber ist egal. Ich drück dir einfach mal die nächsten hier rein. Meinung zu. Diese ganze Geschichte mit den Schutzmasken. Was hast du da so für eine Meinung zu? Ja. Hast du auch eine? Also, ja, es ist jetzt Gesetz oder eine Regel, die wir einhalten müssen beim Einkaufen und bei den Läden besuchen oder wo man immer in irgendwelchen Einrichtungen reingeht, so irgendwo 800 Quadratmeter oder so ist. Ja, ich hoffe mal und der liebe Gott hört unsere Gebete und das hört alles bald schnell auf. Mehr kann ich nicht sagen, ich bin auch nur ein Mann vom Volk so und natürlich, aber kann ich dabei noch sagen, nebenbei, lasst uns nicht einfach so irgendwie uns unterdrücken an und das ganze Volk, meine ich jetzt so. Falls es immer schlimmer wird und die meinen, und die müssen mehr und mehr unsere Freiheiten uns wegnehmen und entscheiden darüber, was wir eigentlich hätten zu entscheiden, da sollten wir schon den Mund aufmachen. Ich meine, jeder ist sich selbst der Nächste, ne? Hm? Was war das Letzte? Habe ich gerade nicht verstanden. Jeder ist sich selbst der Nächste. Also jeder ja, gut, das stimmt schon. Also, jeder muss sich um sich selbst Gedanken machen und keine Ahnung, so auf jeden Fall sich nichts gefallen lassen, wenn es halber fragt. Ja, das ist schon richtig, aber halt auch gucken, dass man halt, wenn das jetzt so sich weiter ausbreitet, halt gerade für die Älteren und sowas, ist das, denke ich, ziemlich gefährlich und da ist es halt vielleicht schon ganz gut, dass wir das mit den Schutzmasken so weit durchziehen erstmal. Meinung zu. JamFM kommt immer am Ende, deswegen Meinung zu JamFM. Hat sich da was geändert? Ich mag JamFM, ich mag Tobi sehr, auf jeden Fall. Ist ein richtig guter Junge, auf jeden Fall, den müsste man auf jeden Fall noch weit nach oben bringen. Ich weiß nicht, wie weit nach oben es geht. Oh, wow. Ja, vielleicht geht da noch was. Ohne bei dir zu stellen, du bist ein guter Junge, du machst deinen Job sehr gut, Bruder. Danke. Du hast ein Gesicht dafür, ein Gesicht für mehr, anstatt so nur Palina.
quasi kriegen sollte als so eine Moderatorin, solltest du es ja bekommen. Weißt du, ich meine? Weißt du, es gibt eine Sache, sich mit reindribbeln, und es gibt eine Sache, sich mit dem Talent einfach zu beweisen und das einfach um Gott gegeben. Ja. Ey, danke, danke, Mann. Auf jeden Fall die Props. Die Verbindung war jetzt nicht so perfekt, aber ich habe die Brocken auf jeden Fall aufschnappen können und die waren krass. Yeah. Hör auch unseren Radiosender. Jam FM.